Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen FLIVE-PC-FLIVE-Online-Video. Ein bisschen ein trauriges Video oder ein bisschen schlechte Nachrichten gibt's. Ihr habt's safe alle mitbekommen oder die meisten von euch, die zumindest aktiv noch FLIVE-PC spielen oder verfolgen. Die Einlog-Probleme bzw. GameGuard-Probleme sind das ja. Und ja, was soll ich sagen? Ich meine, ich kann es nicht schönreden. Es ist eine absolute Katastrophe. Also ich selbst kann eigentlich gar nicht mehr richtig spielen. Ich dachte, ich hätte jetzt eine Lösung gefunden, wie ich eigentlich immer schnell online gehen kann. Bin ich heute auch wieder auf die Fresse geflogen. Ist doch nicht so. Also bei mir ist es so, oder fangen wir mal ganz von vorne an. Was ist das Problem? Das Problem ist, man startet FLIVE oder man will FLIVE starten. Und dann schließt sich einfach nur das Fenster beim Einloggen oder spätestens bei der Charakterauswahl. In der Regel bei manchen Leuten auch sind kurz online und dann schließt sich das Fenster, aber innerhalb von kürzester Zeit, also maximal eine Minute vielleicht oder so. Das ist so das grundsätzliche Problem. Und neu installieren, whatever, hilft auch nicht wirklich. Und dann kam halt relativ schnell raus, okay, da ist irgendwas mit dem GameGuard, irgendein GameGuard-Update oder irgendwas mit dem GameGuard stimmt auf jeden Fall nicht. Da ist was im Busch. Haben sie jetzt aber eigentlich gefixt, also der GameGuard hat irgendwie ein Update bekommen oder so, dass das Problem eigentlich weitestgehend beheben sollte. Bei vielen Leuten geht es jetzt auch wieder, bei denen es vorher eben nicht ging letzte Woche. Leider ist es immer noch so, dass es bei manchen Leuten nicht geht. Leider bin ich auch einer davon, wobei das jetzt keine Rolle spielen würde, sag ich mal. Selbst wenn ich jetzt keiner davon wäre, wäre es natürlich trotzdem ein Problem. Weil selbst wenn das jetzt nur, sagen wir mal, 10% der Community sind, ich vermute ehrlich gesagt, das ist ein bisschen mehr, ich schätze eher so 20 oder 30%, aber egal. Dann ist es halt ein ziemlich großes Problem, weil es gibt halt einfach Leute, die wollen FLIVE spielen und können aber wirklich nicht online gehen. Und wie ich es jetzt aber trotzdem geschafft habe, online zu gehen, ist halt so, es gibt ein paar Lösungsansätze im Discord von den Moderatoren oder auch einfach Leuten von der Community, die einfach gesagt haben, ja, bei mir das funktioniert, dies, das, wie auch immer. Also der erste Lösungsansatz war jetzt, falls es bei euch auch nicht geht, ist quasi den GameGuard-Ordner löschen, bevor ihr das Spiel startet. Beziehungsweise ich habe es jetzt immer so gemacht, ich habe erst den Launcher gestartet und dann beim Einlog-Fenster, also im Einlog-Fenster, habe ich dann den GameGuard-Ordner gelöscht. Beziehungsweise die Dateien gelöscht. Warum sage ich jetzt Dateien? Naja, weil bei mir funktioniert es mit dem GameGuard-Ordner überhaupt nicht. Also wenn ich immer nur den GameGuard-Ordner löschen würde, könnte ich nicht mehr online kommen. Bei mir ist es so, ich lösche den GameGuard-Ordner, den Log-Ordner, den Noids-Ordner, den Debug-Ordner und den List. Noids-Datei, Debug-Datei und die List-Datei. Das sind insgesamt 5 Elemente, die ich da jedes Mal löschen muss. Und leider funktioniert das auch nicht zuverlässig. Also ich habe es jetzt ein paar Mal geschafft, damit online zu gehen. Letzte Woche einmal sogar auf Anhieb. Einmal hat es ein bisschen gedauert, bis ich das rausgefunden habe. Und heute hat es wieder gar nicht funktioniert. Das Einzige, was ich aber sagen muss, ist, die Noids-Datei lösche ich jetzt in Zukunft nicht mehr. Die habe ich jetzt immer gelöscht, aber mache ich jetzt nicht mehr, weil die zu löschen bringt auf jeden Fall nichts. Weil die ist im Endeffekt einfach nur dafür verantwortlich, dass quasi deine ganzen Einstellungen resettet werden. Also das heißt auch legit Einstellungen? Ja genau, Typ Konfigurationseinstellungen von der Datei. Also die zu löschen ist ziemlich sinnlos, die ist sicherlich nicht dafür verantwortlich, dass das Spiel nicht startet. Die löscht zum Beispiel immer nur deine Auflösung, deine ganzen Einstellungen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel auf dem Full-HD-Fenster spielen willst, wie ich, und löscht dann die Datei, dann spielst du auf einem 1024p-Fenster. Ja, und das habe ich auch nicht gewusst, ist auch ziemlich nervig. Aber trotzdem muss ich immer mindestens 4 Dateien löschen oder 3-4 Dateien, beziehungsweise Ordner, nur um online zu gehen. Und wie gesagt, selbst das funktioniert leider nicht zuverlässig. Also selbst das ist anfällig. Keine Ahnung, warum es manchmal geht und manchmal nicht. Was auch super nervig ist, der GameGuard läuft einfach weiter. Müsst ihr auch mal drauf achten, wenn es bei euch nicht funktioniert. Also wenn ihr zum Beispiel dreimal FLIVE startet und es stürzt jedes Mal der GameGuard im Endeffekt ab oder jedes Mal das Spiel stürzt ab, dann habt ihr irgendwann im Taskmanager 10-mal GameGuard offen. Und der frisst auch richtig viel CPU bzw. RAM. Und das ist auch super nervig. Also du bist dann im Taskmanager alles einzeln beenden und dann nochmal probieren. Dann kann es auch sein, dass es dann vielleicht funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall super nervig. Also ich meine, ich will nicht jedes Mal Dateien löschen müssen oder rausfinden müssen, wie ich online gehen kann. Wenn ich das Spiel starte, soll das einfach starten und fertig. Das ist eine absolute Zumutung momentan. Und ich hoffe, die Leute von GameGuard sind da auf jeden Fall weiter dahinter. Weil wenn das noch so ein paar Wochen voranschreitet oder halt, wie gesagt, jeder neue Spieler, der jetzt starten würde, hätte ja eventuell auch ein ähnliches Problem oder das gleiche Problem. Und das wäre natürlich absolute Katastrophe, weil ich meine, da würdest du aktiv dafür sorgen, dass Leute, die eigentlich spielen würden oder spielen wollen, quasi nicht spielen können.
Und ich meine, es gibt, glaube ich, keine bessere Definition davon, das Spiel kaputt zu machen, als dass das Spiel literally kaputt ist, weil man es nicht spielen kann. Also das ist schon ziemlich crazy und momentan so ein bisschen das größte Problem. Sorgt dann natürlich auch dafür, dass jetzt sowas wie die Gempire Tournaments und so ein bisschen auf der Kippe stehen, weil ich meine, bringt halt auch nicht viel Tournaments zu veranstalten, wenn, und seien es nur 2 von 10 Leuten oder so, da nicht mitmachen können. Ist ja auch irgendwie dumm oder so. Es ist dumm. Und ja, das ist momentan einfach so ein bisschen nervig. Also ich muss echt sagen, das hat mir jetzt schon ordentlich die Lust versaut. Also ich habe ab und zu schon einfach Lust, so ein bisschen zu grinden. Oder was heißt Grind, kann man das wahrscheinlich nicht wirklich nennen, aber so ein bisschen online zu kommen, ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben und so. Ist schon cool auf jeden Fall. Aber halt nicht, wenn ich zum Starten des Spiels... Also ich habe heute, kannst du euch ja sagen, ich habe ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, bis ich online gehen konnte. Und das ist eine halbe Stunde, die du effektiv auch hättest spielen können. Naja, oder einfach irgendwas anderes hättest machen können, was sinnvoller ist, als dieses Spiel zum Laufen zu bringen. Und das werde ich halt definitiv nicht jedes Mal machen. Als wenn das Problem nicht weggeht, dann sieht es halt schwierig aus. Weil ich meine, wie soll ich hier spielen? Wie soll ich hier an Tournaments teilnehmen? Wie soll ich Events farmen, wenn ich das Spiel nicht starten kann? Und ich weiß, jetzt kommen wahrscheinlich manche von euch auch in den Kommentaren mit weiteren Lösungsansätzen. Also ich habe alles probiert, was im Discord steht. Von, wie gesagt, neu installieren, GameGuard-Ordner löschen, Auflösung verändern und pipapo. Da gab es alle Lösungen. Ich habe alles probiert. Nichts hat wirklich geholfen. Also wie gesagt, ich musste meinen eigenen, in Anführungszeichen, Lösungsansatz basteln, der jetzt aber auch nicht so zu 100% funktioniert. Im Endeffekt ist es so ein bisschen einfach gut Glück, ja. Also löscht einfach die Dateien, wie gesagt, GameGuard, Logs, alles was ich, also man sieht es ja zum Glück an dem Änderungsdatum der Dateien, die überschreiben sich ja dann immer selber, jedes Mal, wenn man das Spiel startet, das heißt, man sieht ja genau, welche Dateien werden bei jedem Spielstart neu erstellt oder wie gesagt, überschrieben und die, naja, einfach nach der Reihe alle löschen, kann man so ein bisschen ausprobieren, was funktioniert nicht, aber wie gesagt, das will ich nicht jedes Mal machen, das ist einfach so eine Zeitverschwendung, weil in einer halben Stunde hätte ich farmen können, in einer halben Stunde hätte ich whatever machen können. Und das kann es einfach nicht sein. Also es ist sehr schade, dass schon wieder so ein, naja, wirklich Game-Breaking-Problem auftritt. Ich verstehe, dass das nicht unbedingt was mit Gala zu tun hat oder mit Flive. Ändert aber nichts daran, dass der Game Guard halt irgendwo einfach zu Flive gehört. Ich meine, es ist einfach unmittelbar mit dem Spiel verbunden. Untrennbar, könnte man fast sagen, mit dem Spiel verbunden. Also Game Guard und Flive ist Hand in Hand. Und das heißt, wenn eins von beiden nicht funktioniert, dann... Ja, dann kann der andere vielleicht nicht unbedingt was dafür, aber es spielt ja keine Rolle. Das Endresultat ist, dass ich nicht spielen kann oder... manche Leute nicht spielen können und das ist ein Problem. Wenn man das einfach ignoriert, dann sieht es halt nicht gut aus. Ich sage nicht, dass sie es ignorieren, ich meine nur im Sinne von, sie dürfen es nicht ignorieren, sie müssen jetzt weiter an der Lösung arbeiten, dass es für jeden wieder funktioniert. Also finde ich sowieso irgendwie weird, weil, also ich verstehe halt nicht, warum das jetzt einfach von aus dem Nichts nicht mehr funktioniert hat. Da muss ja der Game Guard trotzdem irgendwie ein Update oder ein Patch rausgehauen haben. Und da frage ich mich halt sowieso, was updaten oder patchen die eigentlich? Ich meine, das Game läuft seit 100.000 Jahren gefühlt. Und ja, keine Ahnung, also ich verstehe nicht, wie man da wieder so Updates, also technisches Problem immer, du updatest irgendwas und danach funktioniert gar nichts mehr und da denkt man sich eigentlich immer, ein Update müsste eigentlich die Sachen, wenn überhaupt, besser machen und nicht schlechter, aber gut, das ist halt wie gesagt so ein allgemeines technisches Problem. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, hilft dem Spiel auf jeden Fall nicht dabei, besser dazustehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Leute noch von dem Problem betroffen sind, wie gesagt, es ist auf jeden Fall besser geworden für manche, bei manchen hat es... Das ist auch wieder das Nächste, ne? Bei manchen Leuten hat es die ganze Zeit normal funktioniert. Also es gibt einen Teil der Spieler, die nicht einen Tag, nicht einmal von diesem Problem betroffen worden sind oder betroffen gewesen sind. Und das ist auch sowas, was ich einfach absolut nicht nachvollziehen kann. Ich meine, bei mir Ausnahmezustand, Game sofort neu installiert und so, in Discord geguckt, was da los ist und so und alle sagen, ja, oh, GameGuard-Ordner löschen und hier Einstellungen verändern und pipapo. Und dann gibt es einfach Leute, die gehen einfach online und kriegen nicht mal was davon mit. Denkst du dir auch so, wie kann das eigentlich sein? Also, einfach insane, wenn man so drüber nachdenkt. Und auch, tiltet auch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es tiltet auch ein bisschen, es regt ein bisschen auf. Jetzt nicht, dass ich, also, dass diese Leute irgendwas dafür könnten oder so, aber es ist halt einfach irgendwie auch so, ja, wie gesagt, irgendwie einfach ätzend. Und ich hoffe auf jeden Fall, wie gesagt, dass sie das bald beheben werden, weil, wie gesagt, meine Motivation, nochmal online zu gehen, ist halt wirklich minus 10. Weil ich einfach keine Lust habe, diese halbe Stunde bis Stunde zu verlieren, wenn ich da 10-mal probiere, das Game zu starten. Und ich denke, das ist nachvollziehbar. Und entsprechend weiß ich jetzt auch nicht, wie viel Flive-PC-Content jetzt im Monat Mai kommen wird. Ich werde es wahrscheinlich eher auf Reactions oder so beschränken, auf alten Flive-PC-Content-Upgrades oder sowas. Weil das, wie gesagt, macht einfach nicht wirklich Sinn, leider.
Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Ich werde dann gleich offline gehen und hoffen, dass es beim nächsten Mal wieder startet. Das ist auch so, dass beim letzten Mal, als ich es gestartet habe, ne, nachdem ich es das erste Mal gestartet habe, nachdem dieses Problem aufgetreten ist und ich endlich online war, ne, ich dachte mir so, Alter, du kannst das Game nie wieder beenden, guten Gewissens, weil du nicht weißt, ob du jemals wieder online gehen kannst. Also im Sinne von nicht, dass die Server offline gehen, sondern im Sinne von, dass das Spiel bei dir einfach nicht funktioniert. Das ist halt auch so ein absurder Gedanke, muss man sich mal reinziehen. Du hast Angst, das Spiel zu beenden, weil du nicht weißt, ob es beim nächsten Mal nochmal startet. Also ich meine, absolut crazy. Also das muss unbedingt schnellstens gelöst werden. Ich finde auch, die Lösung von GameGuard hat relativ lange auf sich warten lassen. Da war zwar ein Wochenende dazwischen, muss man fairerweise sagen. Aber trotzdem, ich meine, sowas ist ja ein absoluter Ausnahmezustand. Wie gesagt, wenn, und seien es nur 10% der Leute nicht online gehen können, ich meine, das ist ein Notfall. Also ich meine, da muss dann auch mal jemand am Wochenende sich hinsetzen und den Fehler suchen. Weil ich meine, es kann ja nicht sein, dass dann tagelang das Produkt quasi einfach sagst, ja, geht halt nicht, können wir jetzt auch nichts machen, so ungefähr. Ich meine, das kannst du nicht machen. Aber, naja. Falls es bei euch funktioniert, dann habt ihr auf jeden Fall Glück gehabt, ja? Freut euch drüber. Und an alle, bei denen es nicht geht, wie gesagt, guckt mal, dass ihr am besten löscht einfach alle Dateien, die sich jedes Mal, wenn ihr Flash startet, neu erstellen. Und wenn ihr merkt, okay, diese, also bis auf die Neues-Konfigurationseinstellungsdatei, die würde ich nicht löschen, weil dann habt ihr, wie gesagt, eine beschissene Auflösung und an der liegt es garantiert nicht, zumindest bei mir nicht. Aber ansonsten Logs-Ordner, GameGuard-Ordner, Debug-Liste und noch irgendwas anderes. Ich habe es gerade bei mir selber nicht, weil ich es gelöscht habe. Es ist gerade nicht im Ordner, komischerweise, aber egal. Auf jeden Fall, guckt da einfach mal durch und ja, schaut, vielleicht funktioniert ja irgendwas davon. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns trotzdem irgendwann wieder in einem neuen FLIVE-PC, FLIVE Online, FLIVE Universe Video wieder oder auch gerne im Livestream. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.